Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft VCBS Infinity Evolved Expert Mode Skyblock Mode Expert. Ja, oder so ähnlich. So, für mich ist wieder etwa sehr viel Zeit vergangen. Aber es ist sehr viel, circa eine Woche. Ja, ich war in der Zwischenzeit nicht ganz untätig. Ich habe mir hier eine kleine Cleanstone-Fabrik aufgebaut. Mit dem Igneous Extruder Reinforced habe ich jetzt schon mal, ja, 26.000 Cleanstone. Ja, hier habe ich jetzt auch nochmal ressourcenmäßig ein bisschen aufgestockt. Wir haben jetzt ein bisschen sehr wenig Uran, weil ich angefangen habe, das zu verarbeiten. Und zwar gehen wir mal zum Atomkraftwerk. Da habe ich schon mal was überlegt. Und zwar, das werde ich abreißen. Ich bin total unzufrieden damit. Ich weiß nicht wieso. Nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Da schauen wir mal, dass wir hier irgendwie Botania hinmachen oder sowas. Oder Farmcraft, oder keine Ahnung. Ja, Mobfarm ist immer noch gut was bei rumgekommen. Ja, hier haben wir noch die drei Wither Skeleton Skulls. Da hinten habe ich jetzt angefangen weiter zu arbeiten. Erstmal hier die Smeltery weggepackt. Die ist momentan hier noch schön verpackt in der Kiste drin. Und dann hier bauen wir mal das richtige Atomkraftwerk auf. Habe ich mir überlegt, hier kommen so die Kammern hin. Hier die Energieauffangstation, sage ich jetzt mal. Und dann hier wollte ich noch was weiterbauen, das ist noch wirklich im Rohbau. Wollte ich hier Uranaufarbeitung, also Verarbeitung, Fertigmachung für die Reaktoren hier, ne? Und die kaputten Zellen recyceln. Aber ja, hab mir jetzt einmal hier die Hazmat Suit gemacht. Dann war ich noch weiterhin nicht ganz untätig. Ich habe einiges an Leveln verloren. Ich habe verzaubert. Ich habe hier Bücher verzaubert. Hier sind noch so ein paar Reste. Und jetzt kommt das Lustige. Ich habe ein Buch mit Reaper 5. Die ganze Zeit Reaper 1 Verzauberung gemacht. Die anderen habe ich einfach irgendwann weggeworfen, weil die Truhe zu voll wurde. Und ich wusste wohin damit. Und das Lustige war, als ich dann hier Reaper 4 und Reaper 4 kombiniert hatte. Naja. Kam Reaper 5 raus und ich konnte es irgendwie nochmal rausnehmen. Hat mich zwar nochmal die Level gekostet, aber naja. Sind auch beides echte Items, also ja. Ich mir lasse es jetzt einfach mal so. Wieso will ich jetzt damit weitermachen? Ganz einfach, wir gehen heute mal etwas weiter rein in die Mechanics. Und zwar würde ich heute gerne mal die Mob-Farm noch ein bisschen verbessern. Und dafür würde ich gerne Spikes machen. Und zwar zwei Stück. Zwei Diamond Spikes. Da brauchen wir Gold Spikes, da brauchen wir Iron Spikes und naja, wir brauchen QED. Und davor habe ich so ein bisschen Respekt. Das QED, das Quasar Entanglement Device. Wir brauchen Ender für Obsidian, das ist kein Thema. Ein Eye of Ender ist auch kein Thema. Ein Redstone Chipset, auch kein Thema. Double Layer Capacitor, boah. Oh. Wir brauchen noch einen Alloy-Smelter. Was brauchen wir da? Oh Gott, jetzt fängt das schon wieder an. Alter. Ich hasse dieses Spiel, ne? Das habe ich jetzt komplett übersehen. Mist. Ja gut, das ist jetzt kein großes Thema, weil ich habe in Voraussicht eben ein paar Iron Plates gemacht und Lead Plates, weil ich eigentlich die Reaktoren anfangen wollte. Aber naja, dann holen wir uns mal ganz kurz hier drei Furnisse und machen schon mal hier Iron Furnisse raus. Dope. Ne, das muss ja das Electric Furnace mindestens fertig werden. So, dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, mindestens 6 Copper Ingots. Dann einmal hier auf Extruding. Dann hole ich noch ein bisschen Rubber ran. Rubber. Ja. 6, 6,
6. 1, 2, 3. Ja, komm. Mann, das ärgert mich gerade, dass ich das übersehen habe. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen Lumium. Ja, gut. Ist kein Thema. Ich meine, die Ressourcen dafür haben wir. Es ist halt nur ein bisschen nervig herzustellen. Nehmen wir gleich einen Glowstone. Hauen das mal hier rein. Jetzt hätte ich fast Redstone vergessen. Nicht Redstone, Redstone. So. Ja. Na. Zack. 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 Zack, zack, zack. So. Tzatziki. Ja. Dann die Electric Furnace. Ja, weiß wieder nicht, wie das geht. Ich weiß. Bist doof. So. Ein Basic Capacitor bräuchten wir noch. In der Zwischenzeit Lumium. Was war das? Das war Zinn und Silber. Ich hoffe, jetzt habe ich das in der richtigen Mischung gemacht. Ich glaube nämlich gerade nicht. Und ich habe es natürlich verkackt. 1, 1, 2, 3. So. Da hauen wir jetzt mal gerade ganz kurz hier rein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ja, gut, ich habe jetzt ein zu viel gemacht. Du darfst melzen. So, dann einmal mit Le Bouquet. Hier Energized Glowstone Bucket. Machen wir das Lumium-Zeugs fertig. Einen Ofen haben wir ja gerade nicht. Ich muss mir eigentlich nochmal einen Ofen für mich machen. Hier ist natürlich gerade was drin. So. Lumium Blend. Sehr schön. Habe ich mal wenigstens dann mal zwei für den nächsten. Ja gut, jetzt gleich habe ich ja eins. Einen Ofen für mich. Also außerhalb der. Ich meine, das ist alles. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wenn nicht, ist nicht schlimm. So. Was brauchen wir jetzt noch? Ein Machine Frame. Zack. So. Wir brauchen drei Basic Capacitor. So. Das heißt, wir brauchen neue Lapis Electron Tubes. Na, du kommst da rein. Komm, dann machen wir jetzt mal gerade was auf Vorrat. Zack, zack. Zack und zack. Ja, das dauert jetzt einen Moment. Induction Furnace. Wir brauchen Advanced Alloy und Steel Plates und. Boy. Alles klar. Habe ich irgendwie noch Advanced Alloy vorbereitet? Also Steel habe ich. Ja, sehr schön. Das habe ich vorbereitet. Ah, ich bräuchte nur noch ein bisschen Bronze. Und ein bisschen Kohle, die ich pulverisiere. So. Mache ich einfach mal gerade so. Kann man immer gut gebrauchen. Das kommt dann hier rein. Das kommt hier rein. Templates. So. Nee. Nee. So. So. Iron kommt oben hin. Das nehme ich mit. Uff.
Crushed Obsidian kann ich schon mal holen. Ja, wie aus einer einfachen Folge, die wo ich dachte, ich wäre voll durchgeplant. Ja, wo wir das Pack dann einfach mal wieder schön gehörig den Mittelfinger zeigt. Hab ich noch Signal um? Anscheinend nicht. Das heißt, wir müssen auch nochmal gerade ein bisschen Redstone durchschmelzen. Machen wir einfach mal gerade so. Dann mache ich gleich nochmal später noch eine Ladung fertig. Wie sieht das hier aus? 4, 8, out of glass, ja komm. Super, das reicht schon mal wieder, was? Wie sieht das hier aus? We find iron plates sind fertig. So, naja, jetzt habe ich fast eine Art Kohlzeugs vergessen. Acht Stück. So. Und ich bin schon bei 11 Minuten und ich bin noch nicht mal zu dem gekommen, was ich eigentlich machen wollte. Ey, Mann. Was soll der Scheiß? Und weißt du, was traurig ist? Ich habe das Pack schon mal gespielt. Ich habe das halt schon mal mit dem Streetdigger zusammen gespielt und wir sind auch ziemlich weit gekommen. Also, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie weit wir gekommen sind. Ich meine, hatten wir soweit schon das Zeug fertig für, nee, also auf jeden Fall waren wir gerade dabei, alles vorzubereiten für die, für das Extreme Crafting. Okay. Moment, ich brauch's. Erstmal einen normalen Machine Frame. So, Redstone Chipset. Ah, nee, es war ein Iron Chipset, verdammt. Ja, ich hab's da. Ich wollte es eigentlich so ein bisschen verheimlichen, aber ich habe Machine Frame Resonant währenddessen schon mal gemacht. Ist jetzt nicht so super gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Basic Machine Casing. Nein, die will ich. Das kommt dahin. So. Dann nehmen wir das hier mal raus, das da hin. Dann nochmal 3 Copper und ein Silver, muss ich nochmal pulverisen. Bin noch mittlerweile schon so ein bisschen am Plan, was ich alles automatisieren kann und glaub mir, es kommt verdammt geile Scheiße zum Automatisieren. Kann ich eigentlich. Gut. Also ich habe mir da auch so ein paar Sachen, mal so ein paar Tipps geben lassen von einem amerikanischen Streamer. Ich kenne jetzt auch schon wieder jemanden, der sofort weiß, ich weiß wen du meinst. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir da so ein paar Tipps geben lassen. Und nur für dich zur Info, ich weiß genau, dass du dich schon weißt, dass du dich angesprochen fühlst. Ich habe ein bisschen mit ihm geschrieben über Discord. Und ohne Witz, er hatte das in seinem ersten Let's Play, hatte er sogar. Also, so, ja, gut. Ich glaube, ich halte eher die Klappe, bevor es noch schlimmer wird. So, Redstone Chipset. So, 4 Stück. Haben wir Harambe oder so ähnlich. Ja, ein Electric Furnace und wir brauchen noch 7 Copper Ingots. So ungefähr. Ey, das läuft wie ein Länderspiel. Ein Induction Furnace. Und was mache ich jetzt hier gerade? Ich muss ja noch den
Machine. Das heißt, ich brauche nochmal Iron Bars. Ja, komm, machen wir das hier fertig. Zack. Zack. So. Machine Chases. Crushed Obsidian. Electric Furnace. Induction Furnace. Und ich sehe gerade. Wir haben es geschafft. Wir haben einen Alloy-Smelter. Oh, es tut so gut anzusehen. So, QED, wofür haben wir das jetzt mal gebraucht? Ah ja, wir brauchen hier Energetic Alloy. Brauchen wir 4 Stück von. Ja komm, das können wir noch gerade vorbereiten. Das ist nämlich dann 4 Gold, 4 Redstone und 4 Klostein. Dup, dup, dup. Und dann brauchen wir nochmal 4 Capacitor. Also ungefähr so bräuchten wir das Zeug. Ja, das können wir eigentlich schon mal hinlegen. Was war das? Blazing Electron Tubes. Ja, genau. Was wollte ich jetzt? Ich glaube, das war eins zu viel. Aber ich bräuchte noch einen Sand. Und ich glaube, da mache ich das jetzt ganz einfach einmal. Danke. Wo haben wir denn da? Blöb, blöb. Nein, blöb. So, wie sieht das hier aus? 2 sind fertig. Ja, komm schon. Ja, fast geschafft. Ein Double Layer Capacitor haben wir. Eye of Ender müssen wir noch vorbereiten und Ender Infused Obsidian. QD kriegen wir heute noch fertig. 2 Enderperlen. Obsidian. Ein Blaze Powder. Ey, ohne Spaß, Leute. Spielt niemals Infinity Evolve Expert Mode Skyblock, da werdet ihr dull im Kopf. Also noch duller als ich schon bin. Und das will was heißen. Denn Resonant war das noch und. Boah, wir können jetzt alles in einem fertig machen. Und mit alles in einem fertig machen meine ich jetzt nicht mich fertig machen. Ich bin so schon fertig. Bin fertig mit der Welt. Redstone Chipset, Double A Capacitor, Machine Frame Resonant, QED. Ein Quantum Emission Decompiler. Das packen wir hier hin. So. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Spikes vorbereiten. Und dafür brauchen wir 3 Eisenblöcke und 3 Eisenschwerter. Ja. Boah. Das tut gut. Wieder ein großer Schritt geschafft. Und ich möchte gerade wieder weinen. Gut. Dann würde ich sagen, ich beruhige mich mal ganz kurz ein bisschen. Bereite dann schon mal soweit. Ja, alles würde ich sagen, ne? Ja, bereite schon mal alles vor für. Ja, und so weiter, ne? Für die Spikes. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.